Papa, dürfen wir mit auf die Polizeiwache kommen? Nein, das geht leider nicht. Oh, schade. Dann bis bald, tschüss. Tschüss, Papa. Schade, dass wir nicht mit dürfen. Auf der Polizeiwache ist es immer so interessant. Dann machen wir eben hier unsere eigene Polizeistation. Okay, in unserem Zimmer. Ja. Mia, willst du auch mitspielen? Ja. Gut, kommt mit. Wir brauchen einen Schreibtisch für uns und einen für Mia. Mia, du sitzt in der Zentrale. Hier ist dein Spielzeugtelefon. Du nimmst die Anrufe entgegen, wenn etwas passiert ist. Okay. Wir brauchen noch einen Computer. Ja, und eine Tafel, an der wir unsere Fälle und Hinweise hinpinnen können. Toll, ich bin schon gespannt, was wir für Fälle bekommen. Hier sind noch unsere Spielzeughandschellen. Und unsere Uniform. Was hat Papa noch in seinem Büro? Eine Kaffeemaschine. Aber wir trinken doch gar keinen Kaffee. Wir könnten stattdessen Kakao nehmen. Ja, lecker Kakao. Ich hole welchen. Hallo. Mia, wer ruft an? Teddy. hat er ein Problem? Nein. Schade. So, ich glaube, wir haben alles. Jetzt brauchen wir nur noch einen Fall. Das ist langweilig. Wir brauchen ein richtiges Telefon. Sonst bekommen wir nie einen Fall. Das stimmt. Ich hole unser richtiges Telefon. Es klingelt. Mia, du musst abnehmen. Hallo, Polizei? Mia, bist du am Telefon? Hier ist die Oma. Oma! 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 Oma ist dran! Mia, kannst du mir bitte mal die Mama geben? Ich habe meinen Hausschlüssel verloren und muss sie was fragen. Omas Schlüssel verloren. Hallo Oma, hier spricht Kommissar Overbeck. Paul, bist du es? Ja, Oma, wie können wir dir helfen? Ich habe meinen Hausschlüssel verloren. Könnt ihr mal bitte die Mama ans Telefon holen? Keine Sorge, wir machen uns sofort auf die Suche nach deinem Schlüssel. Wir sind schon unterwegs. Gesucht, Schlüssel von Oma. Wir müssen zu ihr und sie befragen, wo sie den Schlüssel zuletzt hatte. Ja, aber zuerst einen Kakao, sonst geht hier gar nichts. Mia, du hältst hier die Stellung. Okay, mit Puppe. Mama, wir gehen schnell zu Oma. Sie hat ihren Hausschlüssel verloren und wir helfen ihr beim Suchen. Ach herrje, woher wisst ihr das denn jetzt? Sie hat bei uns in der Polizeistation angerufen. Aha, interessant. Klingel mal. Ich brauche nicht zu klingeln. Es steckt ein Schlüssel. Hallo, Hallo Oma. Du meine Güte, habt ihr mich jetzt erschreckt? Ich bin Kommissar Overbeck. Und ich auch. Wir kommen wegen deinem Schlüssel. Das ist nett von euch. Aber wie seid ihr jetzt hier hereingekommen? Es steckt ein Schlüssel. Ach wirklich? Da muss ich gleich mal nachschauen. Tatsächlich, da ist ja mein Hausschlüssel. Oh je, ich hatte den Schlüssel aus Versehen außen stecken lassen. Zum Glück ist niemand außer euch hereingekommen. Das stimmt, es hätte ein Einbrecher kommen können. Gut, dass du uns gleich alarmiert hast. Ja, vielen Dank für eure Hilfe. Ohne euch hätte ich sicher noch lange gesucht. Wollt ihr noch ein Stück Kuchen mitnehmen? Oh ja, gerne. Hier für Mama, Papa und Mia ist auch eins dabei. Danke, Oma. Danke, Oma. Tschüss. Tschüss. Wir sind wieder da. Und wir haben Kuchen von Oma dabei. Das ist ja nett, danke. Polizeispielen macht total Spaß. Telefon. Hallo, Polizei? Polizei, ist da nicht Familie Overbeck? Wer ist dran? Weiß nicht. Gib mir das Telefon. Hallo, hier ist Kommissar Overbeck. Paul, hallo, hier ist Lena. Was ist denn bei euch los? Wir spielen Polizei. Hast du einen Fall für uns? Nein, tut mir leid. Ich wollte nur fragen, ob ihr mit mir spielen wollt. Nein, jetzt nicht. Wir sind beschäftigt. Aber wenn du einen Fall hast, kannst du gerne anrufen. Okay, tschüss. Lena, es sind neue Prospekte gekommen. Wieder alles dreifach.
Das kann doch nicht sein, dass wir immer viel zu viel bekommen. Das müssen wir doch mal gleich der Polizei melden. Die Polizei kann sich nicht um solche Sachen kümmern. Nein, nein, ich meine nicht die echte. Ach so. Schon wieder Telefon. Hallo, Polizei. Hallo, hier ist Lena Hauser. Ich habe einen Fall. Aha, Moment. Gerade ist der Prospektverteiler unterwegs. Und der wirft uns immer alles dreifach in den Briefkasten. Aha, wir kümmern uns gleich darum. Aber zuerst einen Kakao, sonst geht hier gar nichts. Warum teilt er die Prospekte immer dreifach aus? Wahrscheinlich will er die Prospekte so schnell wie möglich loshaben. Ja, wer ist das überhaupt? Der Prospektverteiler müsste ja auch jeden Moment zu uns kommen. Oh, es ist Malte. Wenn er bei uns auch mehrere in den Briefkasten wirft, dann können wir ihn auf frischer Tat ertappen. Los, schnell! Er kommt. Ja, dreimal das Gleiche. Halt, hey, Polizei! Was? Oh, Paul und Alex sind ja schon in Aktion. Ich bin Kommissar Overbeck. Ich auch. Du teilst so viele Prospekte auf einmal aus. Hier wohnen nicht drei Familien, sondern nur eine. Menno, sonst muss ich so weit laufen, bis ich alle weg hab. Das geht nicht, weil sonst nicht alle Leute Prospekte bekommen. Du musst diese zwei wieder mitnehmen und versprechen, dass du es nicht wieder machst. Okay, ich verspreche es. Gut, du darfst weiter. Dann mal tschüss. Tschüss. Alles klar bei euch? Ja. Wir haben den Prospektefall schon gelöst. Wow, das ist ja toll. Lena, hast du meine Straßenmalkreide geklaut? Nein, ich habe sie nur kurz ausgeliehen. Du hast sie genommen, ohne mich zu fragen. Also hast du sie doch geklaut. Du bist festgenommen, Lena. Halt, was soll das? Und du bekommst deine Kreide wieder zurück. Danke. Und was wollt ihr jetzt mit mir machen? Du musst jetzt mit uns spielen. Gut, dass ich das ja sowieso wollte. Wir hoffen, euch hat diese Geschichte gefallen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.